Hochangesehene Richter, Rechtsanwälte, Rechtsprofessoren haben diesen Prozess von Beginn an als Farce bezeichnet. Und tatsächlich endet heute der sogenannte Tierschützerprozess in Wiener Neustadt nach 14 Monaten Prozesschaos mit einem Freispruch in allen Anklagepunkten. Die Erleichterung ist ihnen anzusehen. Nach 14 Monaten Freispruch in allen Anklagepunkten. Ich bin überwältigt. Das ist so mühsam gewesen. Das ist genau das Gebäude, wo mich meine Frau und meine drei Kinder 3 Monate lang in der U-Haft besucht haben. Und aus genau dem Gebäude können sie mich jetzt mit heimnehmen, mit dem Freispruch. Die Tierschützer wollen nun eine Entschädigung. Ihre Freisprüche sind zwar nicht rechtskräftig, doch das Urteil spricht Bände. Es habe keine kriminelle Organisation gegeben, an der die Aktivisten sich beteiligen hätten können, so die Richterin. Der umstrittene Mafia-Paragraph sorgt nun auch für politischen Wirbel. SPÖ, FPÖ, Grüne und BZÖ fordern eine Reform.